hallo bei Nerd für Medizin. Hello. Diesmal wieder in einem anderen Setting. Wir haben ja gesagt, wir probieren so ein bisschen aus, also bitte unbedingt Feedback geben. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um die Lungenembolie. Mhm. Martin, die Lungenembolie ist ja schon wieder so ein bisschen schwierig, manchmal so ein Chamäleon. Die Patienten kommen zu einem, denen geht es manchmal nicht gut, die haben Luftnot und es dauert manchmal tatsächlich so ein bisschen, bis man darauf kommt, aha, das ist eine Lungenembolie. Und die Lungenembolie ist aber auch häufig eine wichtige Differentialdiagnose, die wir irgendwie ausschließen müssen. Mhm. Deswegen glaube ich, super, dass du uns da heute ein bisschen Input gibst. Genau. Die erste Frage, Martin. Manchmal sterben Menschen ja an Lungenembolien. Nein. Oh, habe ich mal gehört. Oh, ja. Mhm. Woran sterben die eigentlich? Also was passiert denn da? Also bei einer tödlichen Lungenembolie gibt es quasi zwei Verfahren oder zwei Varianten, wie Leute an einer Lungenembolie sterben können. Die eine Variante ist der sofortige Tod. Zack, bumm, tot. Ja? Das sind die Leute, die stehen auf und fallen tot um. Ja? Meistens ist es ein PEA-Arrest, das heißt, die haben eine pulslose elektrische Aktivität im EKG und sind tot. Und sind das nur alte Menschen? Oder? Nee, das können auch durchaus junge sein. Also jetzt gerade vor kurzem wieder einen bekommen, der war sogar klassisch auf einer Busreise. Ist aufgestanden und zack, wurde aufs Klo und war tot. Das ist natürlich eine dramatische Situation, zu der kommen wir präklinisch, aber auch innerklinisch meistens im Rahmen einer Reanimationssituation. Das heißt, da läuft dann ACLS durch und was wir dann lysetechnisch machen oder wie man dann drauf kommt, dazu später nochmal ein bisschen mehr. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, nämlich das sind die Leute, die verfallen an einer Lungenembolie. Also die Leute, wo wir den Kreislaufstillstand vielleicht oder hoffentlich verhindern können. Wie funktioniert das jetzt? Ja, das ist ein sogenannter Teufelskreis. Wir blenden euch das ein, wenn das lesbar ist. Und grundsätzlich hat das alles mit der Rechtsherzbelastung zu tun. Bei der Lungenembolie vollkommen klar, wir haben, deshalb heißt es ja auch so, die Lungenarterienembolie, eine Verlegung der Lungenarterien mehr oder weniger und dadurch eine akute Rechtsherzbelastung. Ja? Durch diese Rechtsherzbelastung folgen aber mehrere andere Prozesse und dadurch wird es immer schlechter. Was heißt das? Der Rechtsherzbelastung heißt, der rechte Ventrikel, die rechte Kammer, dilatiert sich, ja? wird größer. Dadurch, durch diese erhöhte Wandspannung, kann das rechte Herz schon mal schlechter kontrahieren. Das heißt, der Output auf der rechten Seite wird schlechter. Aber der rechte Ventrikel drückt auch in die linke Seite rüber. Normalerweise ist der linke Ventrikel ja der starke, muskelstarke, der das alles macht. Und dadurch wird auch der linke Ventrikel vermindert gefüllt, was wiederum dazu führt, dass der Patient einen schlechteren Output hat. Das heißt, dass die ganze Herzleistung nimmt in der Effizienz ab. Dadurch wiederum kriegt der Patient einen schlechten Blutdruck. Durch den schlechten Blutdruck wiederum kommt es gerade im rechten Bereich, wo eben so eine massive Spannung ist, zu einer Myokardischämie. Das heißt, der rechte Ventrikel wird nochmal schlechter durchblutet und nochmal schwächer. Ja, sehr gut. Und dadurch kommt es dann natürlich in dem Moment, wo der rechte Ventrikel nicht mehr so effizient arbeitet, zum venösen Rückstrom, zu Stauungssymptomatik und so weiter. Und das Ganze dreht sich und dreht sich und dreht sich und wird immer schlimmer. Und die müssen wir erkennen und die müssen wir rechtzeitig behandeln. Das sind dann die Patienten, die wir gut retten können. Okay, erkennen ist ja ein gutes Stichwort. Martin, was haben denn die Patienten überhaupt für eine Symptomatik? Also wie erkenne ich denn überhaupt einen Lungenembolie-Patienten? Also einerseits die tot umfallen und eine PEA haben und im Ultraschall dann auffällig sind. Das wäre ein Hinweis, aber tatsächlich, wie gesagt, die meisten sind ja zum Glück nicht tot, sondern haben irgendwelche Beschwerden. Mhm. Und da muss man einfach ehrlich sagen, das ist super schwer, das zu unterscheiden. Also da gibt es große Studien, wir verlinken das auch in den Shownotes, haben da nochmal eine Übersichtsgrafik, wo man untersucht hat, welche Symptome haben Patienten mit Lungenembolie und welche ohne. Also quasi bei Verdacht einer Lungenembolie. Dann die beiden Patientengruppen getrennt, die wirklich eine hatten, die keine hatten. Und da sieht man, dass zum Beispiel Luftnot haben genau gleich viele. Die haben dann irgendein anderes Problem, eine kardiale Dekompensation, Infarkt, eine Pneumonie und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich schwierig zu unterscheiden. Ein paar Sachen sind häufiger bei Lungenembolie. Das ist, wenn die Patienten eine Beinvenenthrombose haben oder Symptome einer Beinvenenthrombose. Das ist ja gar nicht so das Primäre, was die Leute normalerweise kommen mit Luftnot. Häufig, ja, oder Kollaps oder irgend sowas. Pleuritischer Schmerz, das heißt Schmerz, der atemabhängig ist auf einer Seite, ist ein bisschen häufiger bei den Leuten mit der Lungenembolie. Und die Hämoptysen. Also Leute, die Blut husten oder spucken ein bisschen, das ist auch etwas häufiger bei Lungenembolien. Ich glaube,
die Hämodysen sind auch bei 8% oder so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, aber ich bin ja so ein Typ, der gerne Sachen ausrechnet. Ne? Ja, genau. Kann ich das nicht irgendwie in Nummern festhalten? Genau. In dem Moment, wo der klinische Verdacht auf eine Lungenembolie besteht, muss man einen diagnostischen Pfad durchgehen. Und da gibt es einen Score, der sehr bekannt ist, das ist der sogenannte Weill Score. Auch den verlinken wir oder blenden in den Shownotes. Im Endeffekt ist es so, Patient mit Verdacht auf Lungenembolie kommt, ja, wir reden jetzt von dem nicht maximalst instabilen, zu dem kommen wir nachher nochmal, der kommt und wir überlegen uns, okay, der könnte vielleicht eine Lungenembolie haben. Dann machen wir den Weill Score. Ja. Der Weill Score sagt uns, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient wirklich eine Lungenembolie hat, und kreiert damit die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich ist die Kiste. Wie wahrscheinlich ist die Kiste, ja genau. Und danach können wir die sogenannten Dedimere einsetzen, aber nur dann, wenn die klinische Wahrscheinlichkeit sowieso schon niedrig ist. Wenn wir sagen, okay, die Symptome sind relativ typisch, der hat einen hohen Well-Score, ja, dann haben die Dedimere überhaupt keine Konsequenz mehr, dann braucht der Patient gleich eine Diagnostik, ein CT zum Beispiel. Weil es bei einem hohen Well-Score auch Lungenembolien gibt, die mit negativen Dedimeren da sind. Ja, genau. Da sind die Dedimere nicht sensitiv genug. Aber wenn wir sagen, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig und kombinieren das noch mit negativen Dedimeren, dann können wir eine Lungenembolie auch ohne Bildgebung ausschließen. Ja, eine Sache noch zu den Dedimeren, bevor ich es vergesse. Es gibt ja relativ modern die angepassten, altersangepassten Dedimere, weil wir aus der klinischen Erfahrung sehen wir immer wieder, ältere Menschen haben einfach ein bisschen Dedimer. Das heißt, man ist dann immer furchtbar sauer, wenn jemand zufällig Dedimere ankreuzt. Wer hast die Dedimere nicht? Wer hast du nicht? Der Herr Dedimer vielleicht. Der findet dich wahrscheinlich ziemlich gut. Und da gibt es jetzt in den neuen Leitlinien, oder so neu sind sie schon gar nicht mehr, eine altersangepasste Nutzung der Dedimere. Das wäre, wenn die Grenze 500 Mikrogramm pro Liter ist, ab dem 50. Lebensjahr geht es dann stückweise nach oben. Also für 60-jährige Patienten ist die Grenze dann statt 500, 600, bei 70-jährigen 700, bei 800, bei 900. 100 mehr plus pro Altersdekade ab dem 50. Lebensjahr. Ja, genau. Ah. Das ist der professionelle Satz. Allerdings, das ist ganz wichtig, hängt es von den Assays ab. Das heißt, welche Testverfahren genau benutzt werden. Ja, okay. Jetzt hat der Patient eine Lungenembolie. Wir haben das Ganze nachgewiesen im CT zum Beispiel. Wie teile ich das Ganze ein? Also wie gehe ich jetzt weiter mit dem Patienten vor? Genau. Bei der Lungenembolie müssen wir jetzt wissen, wie kritisch ist der, was für eine Art von Überwachung braucht er und welche Therapie wählen wir jetzt. Ja? Also das hat ja durchaus Konsequenzen. Es gibt eine relativ klare Einteilung zwischen den ganz kritischen und den ganz wenig kritischen, insgesamt in vier verschiedene Bereiche. Das ist die High-Risk-Lungenembolie. High-Risk heißt hohes Risiko für Sterben. Also ja, hohes Mortalitätsrisiko, deshalb High-Risk. Das sind Patienten, die haben eine Schocksymptomatik und das sind die einzigen in dieser ganzen Einteilung. Also die sind wirklich kritisch krank, niedriger Druck, Tachykardie, vielleicht Hypoxie noch ausgeprägt. Also die sind wirklich schlecht, die brauchen Behandlung, die sollen auf eine Intensivstation und brauchen Lysetherapie. Ja, das sind die ganz Kranken, die muss man erkennen. Und dann geht die Einteilung nach unten. Es gibt einen Intermediate-Risk-Bereich, so mittendrin, und es gibt einen Low-Risk-Bereich. Fangen wir mal bei Low-Risk an. Low-Risk heißt, die Patienten haben keine hohen Risikofaktoren für eine tödliche Lungenembolie. Das wird im sogenannten SPC-Score, oder wie heißt es, Philipp? Simplified Severity Pulmonary Simplified Pulmonary Embolism Severity Index. Sehr gut. SPESI. SPESI, total einfach zu merken. Im SPESI-Score sind ein paar Risikopunkte. Ich lese sie euch mal ganz kurz vor. Das sind Patienten, die über 80 Jahre alt sind, die eine Krebserkrankung haben, die aktiv ist, eine chronische Herz- oder Lungeninsuffizienz haben, bei Präsentation eine Herzfrequenz über 110, einen Blutdruck über 100 oder eine Sauerstoffsättigung unter 90 haben. Das sind automatisch, wenn Sie einen dieser Werte haben, haben Sie einen automatischen SPESI von 1 mindestens oder mehr, und die sind dann nicht in dieser Low-Risk-Kategorie. Low-Risk heißt, keine von diesen Risikofaktoren, keine Rechtsherzbelastung im Ultraschall, keine positiven Biomarker, also kein erhöhtes Troponin oder BNP. Das sind Low-Risk-Patienten, die kann man theoretisch auch gut ambulant behandeln.
und die kann man mit normaler Antikoagulation theoretisch entlassen. Das heißt, du willst mir sagen, dass Patienten über 80 mit einer aktiven Tumorerkrankung eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu sterben und auf die Intensivstation sollen? Ich weiß, es hat mich auch schockiert. Der Herr Espesi hat sich was Tolles ausgedacht. Der Herr Espesi. Vielleicht war es ja auch die Frau Espesi. Jedenfalls weiß, genau. Irgendein schlechter Mensch. Und dann kommen wir genau in diese Mittelkategorie. Das sind Patienten mit dem sogenannten Intermediate Risk und die werden nochmal unterteilt in Intermediate High und Intermediate Low. Was bedeutet das? Intermediate haben einen positiven SPESI-Score. Das heißt, irgendeins dieser Risikofaktoren ist vorhanden. Häufig würde man sagen, wahrscheinlich haben die mal eine Herzfrequenz über 110 oder einen Druck unter 100 gehabt. Das sind wahrscheinlich die häufigsten Dinger oder sind halt über 80. Mag sein. Ja, alles möglich. Und dann unterteilt man High- und Low-Risk in diesem Intermediate-Ding. Die High-Risk-Patienten haben sowohl eine Rechtsherzbelastung im Ultraschall und auch positive Biomarker, das heißt positives Troponin und oder BNP. Die Patienten, die Intermediate-Low sind, haben zwar einen positiven SPESI, also haben einen erhöhten Risiko im Vergleich zu den Low-Risk-Patienten, haben aber keine Rechtsherzbelastung und oder keine Biomarker oder beides nicht. Tja, einfach? Weiß ich nicht. Wir haben es unten schön bunt und auch das in den Shownotes als Grafik, sodass man sich das mal gut überlegen kann. Cool. Okay. Ich muss sagen, ich finde es trotzdem, auch wenn es in der Leitlinie drin steht, ist es natürlich extrem schwierig, weil man natürlich eine ganze Menge Patienten damit kritisch kategorisieren muss, die man vielleicht lieber nicht kritisch kategorisieren will. Ne? Vielleicht jemand mit chronischer Rechtsherzbelastung, wo es extrem schwierig ist zu differenzieren, der hat vielleicht auch ein chronisch erhöhtes Troponin, ist 80, hat eine chronische Lungenerkrankung natürlich und hat auch noch einen Tumor dazu. Ist das jetzt einen, den wir unbedingt auf die Intensivstation packen wollen? Man weiß es nicht. Ich glaube, da wird einfach der klinische Blick... Völlig richtig. Was wichtig ist, ist die Leitlinie, und das ist was mich überrascht hat, unterscheidet ja nicht zwischen dem Ausmaß der Lungenembolie. Also man sieht ja manchmal Befunde im CT, die dramatisch sind, wo man das Gefühl hat, alle Gefäße sind bis auf den letzten Millimeter zugestopft, die aber wenig Risikofaktoren, auch wenig hemodynamische Beeinträchtigung haben, wo man vom Gefühl her sich denkt, den muss man monitorisieren. Da ist die Leitlinie sehr entspannt. Ja? Also die konzentrieren sich primär auf die Werte. Und wie du sagst, völlig richtig. Der Vorteil ist, die Leitlinie sagt relativ klar, Intermediate, High und Low, egal was man da jetzt sich ausrechnet, brauchen keine Lysetherapie. Die brauchen nur eine gewisse Überwachung. Meistens wird eine EMC, ein EMC-Setting empfohlen, dass man einen Blutdruckabfall oder eine Verschlechterung der Hemodynamik schnell bemerkt und dann vielleicht dann doch, wenn man es möchte, die lysieren kann. Aber man würde die nicht einfach so lysieren. Gibt es auch ganz aktuelle Studienergebnisse wieder dazu, dass man Intermediate-High-Patienten tendenziell nicht lysieren sollte, weil die Vorteile, die man sich erhofft, dass die keine Langzeit Rechtsherzbelastung haben, nicht vorhanden sind. Okay, Martin, dann haben wir jetzt eine ganze Menge schon mal dazu gehört. Mhm. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Teil 2 und da soll es dann so ein bisschen um die Therapie gehen und wir werden vielleicht noch ein bisschen mehr zu Lungenembolie diskutieren. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte unbedingt teilen und liken. Sagt uns auch, ob ihr das hier mögt. Wir haben Zuschriften bekommen, dass der schwarze Hintergrund euch irgendwie teilweise depressiv gemacht hat. Und das auch noch im Winter. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt werden wir das Ganze wieder ein bisschen mehr beleben. Unbedingt teilen und liken. Weiter sagen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Bis beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.